Ganz gemächliches Nachmittagskraulen, wo sind wir denn schwimmen? Ihr merkt, dass ihr wohl von den Fluten ergriffen werdet und hinübergetragen werdet, so als ob ihr durchgehen könntet, als ob dort irgendwas von unten helfen würde über die 120 Schritte. Und das hat so nah, wie ihr am Wasserfall hier gerade seid, am größten Wasserfall Aventuriens, nichts mehr mit Strömung zu tun, sondern nur noch mit Magie. Dann könnt ihr auf der anderen Seite nass aus dem Wasser steigen. Es ist aber gar nicht so kalt gewesen. Zumindest nicht so kalt, wie es eigentlich im Hesinde wäre. Ja, Afim und Mira warten da schon auf euch. Hasavo hat sich wohl zu den ja, Bauarbeitern, zu den Handwerkern umgedreht, die da wohl an dem Kloster bereits arbeiten und versuchen, das wieder aufzubauen. Ja, so dass ihr auf der anderen Seite angekommen seid. Mir gefällt das nicht. Warum müssen wir innerhalb unseres eigenen Reiches hinnehmen, dass die Flüsse von solcherlei Wesen kontrolliert werden? Es sind Wesen der Schöpfung, Jalan. Das habe ich euch doch schon einmal erklärt. Diese Wesen sind elementarer Natur. Das hat uns Flamin geholfen. strahlt übers ganze Gesicht, während sie ihr langes schwarzes Haar ausbringt. Das war wunderbar. Ja, nicht wahr? Also, ich fand es ein wenig unheimlich, wie man dort getragen wurde. Das bin ich nicht gewohnt. Ersten Mal geschwommen. Nun ja, was man das Schwimmen nennen konnte. Doch, ich bin nicht untergegangen. Oh, ich fühlte ein Wort des Raphim Vertrauen. Manchmal ein wenig. Seht ihr, das ist der Fehler. Nun, wie dem auch sei, Raphim, ich habe gute Nachrichten. Ah, was denn? Wir haben offensichtlich, oder ich besser gesagt, habe offensichtlich einen Pakt mit dem grauen Mann geschlossen, dass er uns beisteht, wenn es zum Kampf kommt. Pakt klingt jetzt erstmal schlecht. Ein Pakt ist nicht unbedingt etwas, was auf Dämonen zurückzuführen ist. Die ganze Ah. geodische Magie geht ja auf einen Pakt zurück mit dem Elementarherr des Erzes. Was Ja. Elementar, Mächtigem. Und was war der Preis für diesen Pakt? Nun, er hat das gleiche Interesse wie wir. Das. So wie ich einen Pakt verstehe, zahlen beide Seiten einen Preis. Richtig. Was war euer Preis? Wir müssen ihm die Macht geben, das zu tun, was er zu tun denkt. Er wird uns schützen, flammen. Dem, was da noch kommt. Er wird wie eine Welle sein. So viel mehr. Und ich diene den Elementen. Das habe ich immer, das werde ich immer. Ich zahle den Preis schon mein ganzes Leben, indem ich die Elemente achte, indem ich die So. Harmonie aufrechterhalte. Ich schaue ein wenig zweifelnd zu Boltax, ob wenn man wirklich die Wahrheit erzählt. Die Handwerker haben mittlerweile ihre Arbeiten eingestellt und schauen mit ungläubigem Blick in eure Richtung. Gehen wir doch lieber und einmal stellen uns vor. Ich auf die Zunge, heb die Hand. Einfach zum Gruße! Ja, einfach zum Gruß. Wir laufen die Arbeiten. Schwierig, wir kriegen keinen Nachschub. Seid ihr gerade aus den Dapat-Fällen gestiegen? Keiner Ja. geschafft. Das kann ich mir nicht vorstellen. So schwierig ist das nicht. Effort war mit uns. Ja, Ja, der das graue Mann. wird wohl der Fall gewesen sein. Wo kommen denn die ganzen Leute her? Auf der anderen Seite. Oh, sie waren die ganze Zeit versteckt. Und wer seid ihr? Handwerker, meine Herren. Ihr seid aus Romelis, nehme ich an. Nee, Stettenhofen. Wo Aber ist ihr das? bezahlt euch? im Norden hier, den Knüppeldamm hoch, am Ochsenwasser vorbei. Und ihr sagt, ihr bekommt kein Material mehr. Woher bezieht ihr es? Ehemals aus Neuborn und Dettenhofen, aber wie gesagt, das geht hier gerade alles ein bisschen schleppend voran. Könnten wir mal eine Probe auf beliebige Handwerkstalente werfen, die helfen, dieses Gebäude wieder aufzubauen? Steinmetz. Ein Metz beispielsweise, Baukunst würde ich auch zählen lassen. Haben Sie Tiere, die man führen kann?
Also den Karren, den man lenken kann. Ich nehme das mal als Nein. Möchte Boltax einen Schicksalspunkt? Du hast keinen mehr. Habe keinen. Aber mir fällt auf, dass sie keine Fortschritte machen, dass sie nicht genug Materialien haben, um hier irgendwas zu tun. Du darfst mal nochmal eine Kriegskunstprobe würfeln. Eine was? Kriegskunst. Oh, war ja. Mit Logistik? Ja. Oh. Das sieht eher aus nach Speeren, die hier provisorisch auf Gerüsten stehen. Ja, dann. Mit den Leuten stimmt etwas nicht. Sie haben keine Ahnung, was sie tun. Was sagt ihr, ihr müsst lauter sprechen? Ich zieh mal Jana beiseite. Aber hier, die Dame hat doch gerade was gefragt. Wir bezahlt euch. Ich möchte jetzt mal den Mann ablenken. Wir sind göttergefällige Menschen, mein Herr. Wir brauchen nicht bezahlt werden. Effert wird das uns danken. Ja, schaut mal, aber wenn ihr einen Effert-Tempel baut, dann baut ihr den ja aus Stein. Und Stein ist ja nicht wirklich Efferts Metier. Also, gucken wir doch einmal. Also, dieser Stein ist gar nicht gut behauen. Aber oh nein, das sind Tonziegel. Das ist ja kein Stein. Diese Leute haben keine Ahnung von dem, was sie da tun. Das sind, ich vermute, Speer für Asmodeus, Anzwing, wen auch immer. Ja, für einen kurzen Blick die Gerüste hoch. Wie viele sind hier? 3. Schlag dir vor, was wir tun. Wir können sie festsetzen. Und dann? Fragen wir sie. Liefern sie noch alles ab und fertig sind wir. Wir kehren nach Romnis zurück. Das kostet uns 2 Tage, 3 Tage. Können sie... Wir lassen uns was einfallen. Nun gut. Was habt ihr jetzt vor? Also, wollt ihr uns helfen? Bei der Göttergefährdung? Wenn man so nicht lange hier aufhalten sagt, wie ist das weiter Norden, wo er herkommt? Ruhig, ruhig. Bewege mich so ein bisschen seitwärts um dieses Gerüst herum. Wollt ihr nach Norden? Wie viel seid ihr? Ich flüstere Isarum was und sowas, das gleiche, was ich gerade der Erlern erzählt habe. Sieben mit einem Eisbär. Irgendwie auf Attackenanzeichen Zeichen zu geben, im Sinne von Achtung oder Gefahr oder so. Wollt ihr zu den Mersings? Wollt ihr nach Galles? Nicht gar so weit, nein. Ja, erst einmal bis zur Reichsstraße, denke ich. Wenn ihr wollt, wenn wir in Dettenhofen durchkommen, das sollte auf dem Weg liegen, nicht wahr? Können wir sehen, was aus eurem Material geworden ist. Ja, das wäre gut. Warum begleitet ihr uns nicht einfach, wenn ihr hier doch eh nicht weiterarbeiten könnt? Doch, es kommen ja ab und zu kommen ja neue Materialien jetzt. Vor allem müssen wir so ein bisschen mit Holz abstützen. Das können wir so aus den Wäldern schlagen. Wir schaffen das schon. Nun, warum tut ihr es dann nicht? Weil, und mein treuer Begleiter hier sagt, dass euer Fortschritt zu stocken scheint. Was? Nein, nein, wir machen täglich Fortschritt, mein Herr. Nun, trotzdem muss Holz erst einmal abgelagert werden. Das wisst ihr ja sicher als gute Handwerker. Ja. Dann ist das doch wirklich das Schlaueste, wenn ihr einfach mit uns kommt. Immerhin haben wir schon Winter. Sollen wir sonst ein Stückchen vorlaufen, wenn ihr euch erstmal hier ausruhen wollt? Ihr seid immer noch nass, nicht dass ihr euch den Tod holt. Jetzt geht doch erst einmal in das Kloster und trocknet euch ab oder so. Warum kommt ihr nicht erst einmal von dem Gerüst herunter? Ist doch keine Art und Weise, mit Menschen so zu sprechen. Verzeiht, habt ihr recht. Wir steigen sie dann nach und nach runter. Ich möchte mich mal hinter sie stellen. Ich nehme an, wir sind in der doppelten Überzahl, wir können die halbwegs umkreist haben mittlerweile. Das ist dann definitiv schon passiv-aggressiv, aber ja, es geht. Ich gucke mir derweil einfach den Tempel an, weil ich das nicht mitbekommen habe. Bin für meine Steinmetzprobe natürlich an den Tempel rangegangen. Nun, fangen wir dann doch also noch einmal an. Ich bin Goldhand und die sind meine Begleiter. Und ihr seid... Handwerker. Und euer Name ist? Igor, mein Herr. Igor. Igor wie? Igor der Steinmetz. Und Igor aus Deppenhofen. Und ihr arbeitet für wen? Für die Effertkirche? Wenig sagt.
Wie wenig sagt, wir wissen nicht, wer hier wohnt. Irgendjemand muss euch beauftragt haben, irgendjemand muss euch bezahlen, irgendjemand muss die Lieferung eures Materials arrangiert haben. Naja. Oder also, seid ihr eines Tages hier aufgetaucht und habt euch entschieden, das Göttergefällige zu tun und in diesem Kloster zu arbeiten? Ja. Ich hab einen Seitenblick zu Abel mir. Die lügen. Ich weiß. Ihr seid keine schlechten Lügner. Und wenn ich ihr wäre, würde ich jetzt mit der Wahrheit anfangen. Es geziemt sich nicht, einem Brei aus Geweihten ins Gesicht zu lügen. Rückt mit der Wahrheit heraus. Aber ihr bringt uns nicht um, oder? Wir haben nichts Falsches getan. Wenn ihr nichts Falsches getan habt, haben wir keinen Grund, euch umzubringen. Ohnehin haben wir keinen Grund, irgendwelche harmlosen Handwerker umzubringen. Raus mit der Wahrheit. Wir kriegen eins selber dafür, dass wir berichten, wenn hier jemand vorbeikommt. Und Meldelaufen nach Dettenhofen machen. Und an wen berichtet ihr? Dettenhofen. Nun, wen dort? An die Stadtwacher. Die stehen vorne am Tor und den berichten wir. Einfach. Dem erstbesten Gardisten, ja. Die da vorne stehen, ja. Und die geben euch auch was Geld? Meldung. Ja, erzählt uns doch etwas über die Stadtleitung in Dettenhofen. Wer hat dort das Sagen? Wer residiert dort? Fangen wir mal an, sehr gut sichtbar in meinem Geldbeutel zu kramen. Ja, gerät in Stocken und wartet so ein bisschen ab, was da aus dem Geldbeutel kommt. Die dann, ich denke, in Golddukat raus. Also, die Regierung in Dettenhofen ist wohl abgelöst. Der Baron ist weg. Ich weiß nicht, wo der ist, aber es sind jetzt ein paar Krieger auf den Inseln. Hm, passt auf. Hier scheint ja keine schlechten Männer zu sein. Was haltet ihr also davon? Wir kompensieren euch euren Verdienstausfall. Und ihr werdet einfach davon absehen, für ein paar Tage Meldung zu machen, hm? Ja, können wir machen. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr die Menschen auf der anderen Seite des Flussufers nicht gesehen habt. Jawohl. Wir warten natürlich nicht, dass ihr jemanden anlügt. Aber wo niemand Fragen stellt... Nee, keine Sorge. Also, für den Dukaten... haben wir nichts gesehen. Ich gucke mich nochmal kurz um. Nun, wir können euch ja sicherlich noch eine oder zwei Würste hier lassen. Aber ihr habt noch welche, nicht wahr? Nun ja, ich denke schon. Hervorragend. Sagt das Rommel ist wieder frei? Ist es. Ich schlage vor, dass ihr in Bälde eure Loyalitäten überdenkt. Wir haben ja auch gar keinen Grund, dann wieder zurück nach Dettenhofen zu gehen. Dann gehen wir doch einfach nach Rommelis. Jetzt gucke ich ein bisschen überrascht. Nun gut. Nun, Romulus ist wieder frei. Dort könnte man tüchtige Handwerker sicher gebrauchen oder andere helfende Hände. Seid ihr denn wirklich Handwerker? Ja, aber nur Lehrlinge. Dann lernt etwas. Und geht nicht solchen Tätigkeiten hier nach. Sie bringen euch nur Unglück. Gab es nicht diesen netten Ingerim-Tempel mit der Angrosch-Geweihten am relativ nahe des Ufers in Romulus? Tatsächlich, ja. Nun, warum geht ihr nicht dorthin? Und sagt, dass ihr dort eure Lehre abschließen wollt. Ich bin mir sicher, es gibt so viel zu tun. Ihr werdet schon zu genügend Beschäftigung finden. Das ist ein guter Ratschlag, danke. Wenn ihr unseren Namen nennt, könnte euch das vielleicht einen Vorteil bringen bei der Angrosch-Ingerim-Gemeinschaft. Wie heißt ihr denn? Goldhand heißt ihr. Okay, gut. Mein Name ist Isarun von Spogelsen, das dort ist Abelmir Jamorenis und hier haben wir Rafim. Und ich bin Boltrax. Ja, dort im Tempel. Eine Freude. Ja, wie gesagt, geht nicht auf Galottas Insel, die ist verflucht. Galottas Insel? Ja, er zuckt mit den Schultern, als wäre das bekannt. Galotta hat eine Insel hier? Ja, im Norden von hier. Bei Dettenhofen. Ja, es gibt doch ein Wachturm und wenn man von da aus über den See übersetzt, da ist Galottas Insel. Wir gehen nicht auf diese Insel.
Wir werden Sorge tragen, uns umsichtig zu geben, sollten wir dort vorbeikommen. Also Galotta ist schon lange tot. Er wurde vom Turm gestürzt. Das ist aber schon viele Jahre her. Kurz nach der Ogerschlacht. Ist er gestorben. Nun. Aber die Insel ist immer noch verflucht. Jetzt ist er wirklich tot. Ihr seid hinter der Zeit zurück, aber egal. Aber mir. Nicht alle Nachrichten verbreiten sich bis hierhin. Das ist wohl richtig, aber Sie sollten wissen, dass manche Heptarchen nicht mehr sind und die Zukunft vielleicht etwas fröhlicher ist. Vielleicht schenkt Ihnen das ein Funken Hoffnung. Ja, also wenn ihr noch mehr Dukaten habt, dann würde ich die auch noch nehmen. Die schenken mir eine Zukunft. Hier sollte aber die Würste nehme ich auch. Nehmt die zwei Würste und geht arbeiten. Danke, meine Herr, meine Dame. Möge in ihren mit euch sein. Ja, dann wird die Dukate unter den Gürtel geschoben. Und mit einem Knacken der Würste brechen sie auf in Richtung Süden. Was denkt ihr wohl? Wer genau in Dettenhofen diese Späher aufstellt? Räuber? Vielleicht. Wir wissen nicht, wo Asmodeus ist. Vielleicht ist er dort. Mein erster Gedanke war, dass sie in Dettenhofen einfach Angst hätten, überfallen zu werden und deswegen hier ihre Späher postiert haben. Aber diese Leute waren ja nicht einmal aus Dettenhofen. Die Diener des Geiers sind bittern an jeder Ecke Verrat. Ich denke nicht, dass sie irgendwelche dahergelaufenen Lehrlinge aufstellen würden als Späher. Wer auch immer dort das Sagen hat, ich möchte doch sehr gern mit ihm sprechen. Nun, der Baron ist verschwunden. Vielleicht ist es wirklich ein selbsternannter Bürgermeister oder so etwas. Was war das mit Galottas Insel? Mein erster alberner Gedanke war, nun auch Heptaren brauchen eine nette Sommerresidenz? Sie sprachen davon, er sei nach der Ogerschlacht gefallen, vom Turm gestürzt worden. Niemand, er hatte dort einen Turm, ein privates Domizil. Er war Hofmagier. Ich meine auch etwas von dieser Insel gehört zu haben, aber nicht, dass sie verflucht sei. Nun, sollten die Herren Magier an, sagen wir, Geschichtsforschung interessiert sein, bin ich mir sicher, ein Halt dort lässt sich einrichten. Ich bin mir nicht sicher, wie wir rüberkommen sollen. Ich denke, wenn die Insel verflucht ist, werden sich die Bauern oder Seefischer weigern, diese Insel anzusteuern. Nun, sollte sie wirklich verflucht sein, ist es umso wichtiger, dass wir uns die Sache betrachten und diesen Fluch aufzuheben versuchen, denkt ihr nicht? Das stimmt schon. Allerdings haben wir auch ein etwas größeres, fliegenderes Problem. Ja, und wenn es dort böse Geister gibt. Nein, ich denke, wir sollten uns erst einmal den... Nicht wahr? Ja. Macht euch nicht so sehr ins Kettenhemd, Wolters. Ich habe kein Kettenhemd. Ich weiß. Nun ja, aber euren Holzpanzer müsst ihr auch nicht gießen. Verzeiht. Warum gehen wir nicht erst einmal weiter? Ich bin mir sicher, die örtliche Bevölkerung wird uns einiges an hohen Geschichten dazu auftischen können. Vielleicht ist eine sogar wahr. Wir werden sowieso nachbevorraten müssen. Ganz ohne Frage. Vielleicht etwas wild. Wie ist der Sonnenstand so? Mitte des Tages. Warum machen wir hier nicht noch eine Stunde Rast? Ich würde sehr gern das Klosterinnere betrachten. Und dann sollten wir aufbrechen. Gut, ja, eine gute Idee. Wir können unsere Sachen zum Trocknen über diese Gerüste hier aufhängen. Ja. Kann wohl nicht schaden, dem Herrn Everett für unseren sicheren Übergang über diesen Fluss zu danken. Und tun wir genau das. Ich werde mich dann in diesem Kloster ein wenig umsehen, mich dann in der Tempelhalle irgendwo zum Beten niederlassen und Effert dafür danken, dass wir nicht trocken, aber heil rübergekommen sind. Der Effert-Tempel ist etwas anders als die du bisher gesehen hast. Es gibt hier große Archivkammern, lange oder hochgestapelte alte Manuskripte in einer prachtvollen Sammlung, penibel zusammengetragen, mit einem langgezogenen Gewölbe und wenig Wasser, was du hier erkennen kannst, aber das wenige Leuchten stammt dann tatsächlich von Gwen Petrusstein. Du kannst erkennen, wie hier wohl auch das ein oder andere an Blutspuren zu erkennen ist, die
Leichen von den Efferdi sind wohl aber mittlerweile beseitigt worden, wie auch immer. Es gibt ganz vorne am Tempel noch sowas wie ein Altar. Darauf lag vielleicht mal was, wurde zumindest entfernt. Aber die Staubschicht würde dann verraten, dass da mal was gelegen hat. Was aber viel mehr euer Interesse zu wecken scheint, ist ein großes Gemälde, was auf einem der Seitenflügel hängt und eine Schlacht darstellt. Es ist untertitelt und signiert. Nun, was steht denn drunter und von wem ist es signiert? Signiert ist es von einer Magierin aus Romilis, ungefähr 400 Jahre lang. Gemalt wurde es von Mylana. Nicht besonders kunstwertig, aber man kann eben eine Schlacht erkennen. Aber der Titel ist wesentlich interessanter. Schlacht der drei Kaiser. Was zeigt das Bild? Soldaten, die gegen Soldaten und Wesen kämpfen. Wenn da steht Schlacht der drei Kaiser, kann man die Heere deutlich unterscheiden? Du kannst erkennen, wie wohl ja Soldaten gegen Monster kämpfen. Die einzelnen Soldaten tragen verschiedene farbige Banner. Ist da wohl auch nicht ins Detail gegangen. Also man kann da definitiv erkennen, dass die Soldaten zu drei Parteien gehören. Aber wenn du damit Heraldik so ein bisschen überlegst, also es ist ja jetzt kein Rabe oder sowas drauf abgebildet. Es ist einfach sehr so gut ist das Gemälde nicht gemalt. Also die von Eldan Gorbas sind besser. Wirkt skizzenhaft, unscharf, wie aus einem Traum. Faszinierend. Ich schlüpfe mal das Gemälde so leicht von der Wand weg, um die Rückseite zu betrachten. Es ist ziemlich groß, also ungefähr 3 Meter mal 2 Meter. Okay, ich will es ja auch nicht hochheben, sondern nur so leicht die Unterkante, Oberkante von der Wand wegbewegen, was ich dahinter schauen kann. Dahinter ist nicht, also Steinwand. Ja, auf der Rückseite des Gemäldes, meinte ich jetzt. Nichts. Auf die Gefahr hin, mich mit meiner mangelnden Geschichtskenntnis zu blamieren, gab es je eine Schlacht der drei Kaiser im Mittelreich? Meines Wissens nach nicht, nein. Aber Mylana war auch eine außergewöhnliche Magierin, die nun ja bis in die heutige Zeit gewirkt hat. Nicht unbedingt etwas Vergangenes sein. Oder vielleicht hat sie einfach nur zu viel am schwarzen Pfeffer genascht. Nein, dann hätte sie dieses Pendel nie gemacht. Denk doch. Für eine ausgesprochene Koryphäe in dem, was sie getan hat. Sie wird schon einen Grund gehabt haben, dieses Bild zu malen. Obwohl Malen offensichtlich nicht ihre Stärke ist. Und warum hängt es so prominent an einem Effab-Tempel? Nun, das ist eine gute Frage. Überhaupt, seht ihr das? Die Gemälde, die Archive, die Gwent-Petrüll-Steine, ist alles noch da. Vielleicht wäre es interessant zu sehen, wer diesen Tempel ursprünglich gestiftet oder gebaut hat. Vielleicht hat es ja irgendetwas damit zu tun. Nun, jedenfalls hat die Effert-Kirche diesem Gemälde Bedeutung beigemessen. Und offensichtlich nicht wegen seinem künstlerischen Wert. Ich stelle mich mal zentral vor dieses Gemälde. Und wirke ein Udem Arcanum. Lass mir dabei Zeit. Auf dem Gemälde wurde wohl mit wesentlich besseren Farben magisch gearbeitet. Und jetzt kannst du auch erkennen, wie ein Drache aufleuchtet, der auf der einen Seite steht und diese Heere wohl anführt. Und auf der anderen Seite drei leuchtende Figuren. Die eben noch nicht zu erkennen waren. Dort. Seht ihr es auch? Ich gehe jetzt mal auf dieses Gemälde zu und deute auf diese drei Stellen oder drei prominenten Stellen. Dort, der Drache. Aber mir trinkt hier wieder zu viel. Seht ihr es nicht? Dort und dort die anderen beiden Personen. Ihr seht einen Drachen, Danestu? Ich zeige auf diese Stelle und seht ihr es nicht. Ach so, du hast gezaubert. Ja. Habt ihr nicht seine Worte gehört? Nein, ich war abgelenkt. Zeig doch einmal mit dem Finger, wo genau sich dieser Drache befindet.
Ich zeige genau auf die Stelle, wo der Drache ist. Und was seht ihr jetzt noch, was vorher nicht sichtbar war? Dort, diese anderen beiden Personen, dort und dort. Zwei Stück. Natürlich. Drei. Drei, Entschuldigung. Interessant. Könnt ihr irgendetwas weiteres erkennen oder nur die Umrisse? Zum Beispiel, ob sie Rüstungen tragen oder ob es eher Magier sind. Oder sind es gar inkarnierte Götter? Sehe ich was? Würfel mal für Waldeck. Ist jetzt nicht so zu schwer zu erkennen, aber wie gesagt, Mylana ist nicht so kunstfertig. Eine Person hat tatsächlich wohl mit magischen Farben ein Stier auf der Brust, der andere ein Rabe und die andere Person ein Fuchs. Dort, sie tragen den Raben, den Fuchs und was war es nochmal? Stier. Stier. Hm. Drei Kaiser. Nun ja, also der Rabe ist unschwer zuzuordnen. Der Ganz Fuchs nicht. Auch. Nicht unbedingt, also zumindest die Familie Rabenmund. Nun ja. Dann Rohaya als Erbe des Haus Gareth für den Fuchs. Wenn Rohaya gemeint ist, aber auf jeden Fall das Haus Gareth. Der Stier. Es sei denn natürlich, es sind kirchliche Zeichen, aber... Abel, mir sagt doch einmal, sind sie in geweihten Gewänder gemalt oder in Rüstungen? Krieger in Rüstung. Sie sind in Rüstung gekleidet, Kriegsrüstung. Dann scheint es wirklich das Heraldische zu sein, nicht das Göttliche. Wofür steht der Stier? Gute Frage, Stier... Wir sind hier am Ochsenwasser. Was gibt es denn hier für Familien, die vielleicht einen Stier im Wappen führen? Sind das nicht die Grafen von Ochsenwasser? Aber wenn es drei Kaiser sein sollen, dann bleibt nur noch Celindian, der Anspruch auf den Thron erhebt, nicht wahr? Aber er hat doch keinen Stier im Wappen. Nun, aber in der Almada verehrt man Stiere sehr. Ich glaube im Zug des Haya, in Form des Haya-Kultes. Naja, er mag ja zwar jetzt dort leben, aber ich weiß nicht. Hier ist er kein Almadana. Denk dir nicht so sehr in ein wirres Gemälde hinein. Vielleicht ist er ein Zeichen. Oder vielleicht bedeutet es der Ochse, den wir geschlachtet haben. Ihr erinnert euch vor den Drachentagen, die wir ja in Romulus verbracht haben. Und wer hat diesen Ochsen bereitgestellt? Irmegunde und ihr Bruder. Ja, die Familie. Aber Irmegunde gehört zu den Rabenmunds und damit zum Raben. Aber haben sie sich nicht losgesagt von diesem Teil der Familie?